Da ist ein Versteck. Komm, geh hin da. So. Also nach dieser Verfolgungsjagd ist mein Wagen vielleicht ein bisschen Schrott. Oh, Moment, da können wir noch eine Kamera einbasteln. Die Überwachungskamera ist einsatzbereit. Big Brother is watching you. Ah, wir kommen auch da hinten auf die Autobahn, oder? Ja, Kamera installiert und aktiv. Super, mit der Kamera drehen wir unseren nächsten Werbespot für die JVA. Na mal rauf. Das ist wie so eine Stadtautobahn hier. Da hinten die Brücke kommt man auch irgendwie. Hallo, Herr Gackern? Pass auf. Ist der Pfandleier, den Sie zum Bahnhof gebracht haben, damit ich den Zug nicht verpasse? Ja? Gibt's was Neues? Vor wenigen Minuten waren Ihre Verdächtigen in meinem Laden, haben mir Ware angeboten, die meiner Meinung nach heiß ist. Ich habe sie erst mal weggeschickt, um mir das Geschäft zu überlegen. Sind die Männer noch in der Nähe? Sie stehen schräg gegenüber an der Straße. Aha. Ist vermutlich ein Trick, ob sie der Polizei das verdächtige Angebot melden. Verdammt. Sie könnten recht haben. Dann bin ich jetzt wohl mächtig in Schwierigkeiten. Ja, das bist du. Schließen Sie den Laden und bleiben Sie hinten im Büro. Und Ruhe bewahren. Wir sind gleich bei Ihnen. Ja. Genau so. Das Navi sagt, fahre bitte die Klippe hinab. Okay. Au, zu Befehl. Mein Auto hat einen kleinen Schaden. Genau so wie du, wie ich. Die Zentrale. Eine der Überwachungskameras. Mein Turbo geht nicht mehr. Kamera kaputt, doch, Überwachung geht. Im Eimer. Die machen hier echt viele Kameras kaputt, muss ich sagen. Ah, ich dachte schon, den treffen wir, aber dazu ist mein Wagen zu schrottig mittlerweile. Wir Wagen 16, wir werden attackiert. Benötigen dringend Unterstützung. Wisst ihr, was ich gerade nicht kann? Richtig, euch helfen. Weil ich habe eine Mission. Kann ich einfach machen, was ich will. Ben, Semir? Ja? Die Chefin lässt ausrichten, dass der Haftbefehl für eure letzte Verhaftung ergangen ist. Sie möchte, dass ihr die Kollegen bei der Überführung zum Gefängnis begleitet. Das mache ich, aber vorher knaste ich noch einen anderen ein, damit sich das lohnt. Alter, pass doch auf, Junge! Kann ich ja meinen Turbo gar nicht zünden. Ja, ich merke schon, der Wagen ist nicht mehr so fit. Da kann ich ihn reparieren lassen. Oder auch da vorne reparieren lassen. Das geht auch. Zentrale an alle Einsatzwagen. Ein Bombenleger hat uns einen Gruß hinterlassen. Er will die Sportarena in die Luft jagen. Ach nö. Komm, lass mal. Ich weiß nicht, ob lass stecken. Und passen 10.000 Menschen rein. Okay, verstanden. Macht euch auf den Weg dorthin. Alles Weitere dann von der Einsatzleitung vor Ort. So, bleib stehen. Nein, 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 nein. Ich sollte vielleicht stehen bleiben. Ja? Hey, Semir. Siehst du den Typen da vorn? Meinst du auch, der könnte was mit der Bombe zu tun haben? Weil da sitzt einer drin in dem Auto. Seht ihr das? Da sitzt auch einer drin. Oh nein, ist der weg? Der ist weg. Krass. Das gehörte zu dem Einsatz. Das heißt, wir werden jetzt einmal noch den letzten Gefangenentransport machen. Oh, aufgedeckte Standorte. Wir sind näher gekommen ans Ziel, aber wir sind immer noch nicht ganz da. Das heißt, die Leute, die das Ganze hier quasi auf YouTube sehen und denken so, wie viele Filler-Folgen wir denn noch machen? Alle. Alle, die sein müssen. Und irgendwie... irgendwie ist meine Brille ganz schön verschmiert. Gut, Citywache, Coupé, machen wir einen Gefangenentransport. In der Hoffnung, dass keiner befreit wird. In ein paar Minuten ist es für den Gauner vorbei mit der grenzenlosen Freiheit. Und los geht's. Oh, der kommt aber rausgerauscht. So. Hier ist voll viel los auf der Straße. Aber trotzdem fährt der wie eine gesenkte Sau. Eingang Notruf wegen Diebstahl. Täter mit gestohlenem Fahrzeug auf der Flucht. Alle verfügbaren Wagen sofort die Verfolgung aufnehmen. Ah, gib Gas!
Okay, der Kerl ist in Sicherheit. Aber der da? Okay, ich muss ihn mal kurz rammen. Halt. Nein. Wo will der denn hin mit seinem Rückwärtsgang da? So. Komm, bleib da stehen. 3, 2, 1 und yes. Herzlichen Glückwunsch, du bist unsere 100. Verhaftung. Du bist jetzt in Sonderbehandlung. Ja. Du darfst im Knast die Seife fallen lassen und es wird dir nichts passieren. Zumindest beim ersten Mal. Beim zweiten Mal kann dann keiner mehr garantieren. Überwachungskamera läuft. Yay. Achtung, wir benötigen Unterstützung. Mit dem abgefahrenen Profil unserer Reifen können wir einem heißen Fahrstil nicht länger folgen. Okay. Was haben wir bloß verbrochen, dass wir uns jetzt damit herumschlagen müssen? Ich glaube, die Liste ist lang. Aber frag doch mal die Chefin. Ah, Mist. Die wird sie dir sicher ausdrucken. Jetzt blendet er die Kameras aus. Schade, ich dachte, ich kann auch während ich das hier mache, Kameras installieren. Aber die JVA, die Justizvollzugsanstalt, oh, das hatte ich eben umgefahren. Das merkt sich das Spiel. Und irgendwie fährt der Zug hier unter dem, drüber, oder? Ist auch eine krasse Routenführung. So. Tag, Kollegen. Hier ist der Räumdienst. Wow. Abstand zu groß. Die Frage ist, wo ist der? Da ist der. Achtung, Kollegen. Wir brauchen dringend Unterstützung. Erste Stunde Polizeischule. Wenn man jemanden beschattet, klopft man nicht bei ihm an. So, bleib da stehen, bleib da stehen. Hallo, Herr Gerkan, Herr Jäger. Sie sind der Tankstellenbesitzer, für den wir das Lösegeld eingesammelt haben und der uns mit Informationen versorgt, oder? Ja. Wo will der hin? Helfen Sie mir. Was ist denn passiert? An meiner Tankstelle halten sich schon wieder Männer auf, die scheinbar etwas vorhaben. Genauso wie am Tag der Geiselnahme. Ich will sowas nicht noch einmal durchmachen. Wo will der hin? Sag mal, wo will der hin? Du bleibst jetzt da. Nein. Du bleibst jetzt da. 3, 2, 1 und 0. Germany, 12 points. Sommer. Ach, geh doch mal weg. Ich will hier hoch. Ich will jetzt wissen, was hier oben ist. Eine Sprungschanze. Noch eine Sprungschanze. Halt! Das habe ich gerade noch gesehen. Das habe ich gerade noch gesehen. Da ist so ein Ziel. So ein... Ah, dreh dich, Kamera. Da! Hallo, ihr zwei. Die Chefin hat gerade einen Gefangenentransport auf den Plan gesetzt, um eine unserer Zellen zu räumen. Zur Sicherheit sollt ihr die Überführung eskortieren. Ja. Genau. Das machen wir. Nein, nicht Grafik. Streife beenden. Ja. So, das wird die letzte Aktion für heute. Streife fahren. Wir müssen einmal noch eskortieren. Aber das ist dann das allerletzte, was ich heute mache. Zwei Gefangene eskortieren. Alle bereit. Und das war's dann. Dann ist hier aber Schluss. Und schon geht's los. Ah, er fährt in die Richtung. Vor allen Dingen ist dann auch, wenn ich mich resette. Hallo? Wenn ich mich resette, ist ja dann auch automatisch mein Auto wieder heil. Dieser verdächtige Motor da. Also, beim letzten Transport war die Route erstaunlich kurz. Das fand ich gut. Weil ich mich ja so mit dem einen Typen da angelegt hatte. Mit dem da. Leider kann ich nicht nach vorne fahren und nach hinten schießen.
Aber der müsste eigentlich, den müssten wir eigentlich gleich abgehängt haben. Was? Die fahren hinter mir her, aber irgendwie folge ich dem dann noch. Ja, das ist ein bisschen kompliziert hier gerade. Der Routenplaner dreht auch durch, merke ich. Ich fahre immer noch dem da hinterher. Ja, sehr gut. Aber ich weiß jetzt nicht, der fährt immer noch seinem Ziel entgegen, oder? Der ist echt panisch, wie der ausweicht. Er fährt quasi bald irgendwo links in der Wand, wenn er weiterhin so ausweicht. Hier müsste doch die JVA irgendwo sein, oder? Sag mal, wo fährt denn der längs? Er ist immer noch mit dem Pfeil markiert. Komm. Die sind wieder da. Aber sie können nur ihrer Programmierung gehorchen. Und die sagt ihnen, sie dürfen da nicht überholen, oder was? Wo will der hin? Warum sagt der Routenplaner hin und wieder, ich soll woanders links fahren? Die schießen aber nicht auf mich. Die verfolgen mich einfach nur. Oder verfolgen die ihn? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was die machen. Könnte der mal endlich bei der JVA ankommen? Oder fährt er jetzt nur noch randommäßig durch die Gegend? Die sind ja echt cool auf Kuschelkurs. Oder fährt er jetzt zur Polizei zurück? Das wäre natürlich total fatal. Nö. Er liefert Mann, ab. Was für ein Ritt. Ach, jetzt auf einmal schießen die auf mich? 3, 2, 1 und 0. Germany, 12 points. Und du auch. Moment. Na, sieh mir, was meinst du? Wir haben uns gut geschlagen, oder? Ja, alle verhaftet. Wuhu! Das heißt, eigentlich könnten wir in der nächsten Aufnahmesession schon wieder zwei Verhaftungen transportieren. Aber ich werde hier jetzt erstmal die Streife beenden und werde mit diesem lustigen Bildschirm, den ich mit meiner Maus nochmal kommentieren kann. So, ja, da habe ich die Maus. Wir haben 39 Verhaftungen. Ja, 39 aktive Mitglieder. Das heißt, 50-50, wir sind auf gutem Weg, würde ich sagen. 6 Freilassungen, leider, aber dafür 2 in U-Haft und 31 im Gefängnis. Ja, okay, wir könnten eigentlich auch schon besser sein, aber trotzdem. Ich weiß nicht, wie das ist mit den Leuten, die freikommen, ob das trotzdem hier zur Erfüllung des Balkens zählt. Was die Standorte angeht, haben wir uns doch schon ein wenig verbessert. Ich glaube, wir waren vorher irgendwo hier oder so. Kameras, ja, müssen wir weiterhin Kameras machen. Informanten ist sehr gut. Spielergesamt, wie man sieht, 74%. Das heißt, ich würde sagen, in der nächsten Aufnahmesession werden wir hier mal weitermachen mit den Verhaftungen. Und ich hoffe natürlich, dass wir die Standorte so weit aufdecken, dass wir auch mal irgendwann da unten 74% diesen lustigen kleinen Balken da überschreiten. Wie dem auch sei, das war's für heute. Das heißt, wer es noch nicht getan hat, favorisieren, abonnieren, liken auf YouTube. Auf Twitch einfach folgen, dann wisst ihr, wann gestreamt wird. Wer auf YouTube abonniert hat, denkt dran. Drückt die Glocke. Ja, und ja, ihr könnt mich auch unterstützen, wenn ihr wollt. Dann werden die Namen irgendwann mal in den Videos eingeblendet, wenn ich dazu komme. Gut, das war's für heute. Das heißt, schaut morgen nochmal rein auf YouTube, da geht's dann weiter. Auf Twitch geht es, weiß ich nicht, diese Woche, nächste Woche, ich muss mal gucken, wann ich Zeit habe. Wird auf Twitter angekündigt, folgt mir auf Twitter. So, das war's. Ich sag tschüss.